Wo zum Geier bin ich hier gelandet? Was mache ich hier? Wo bin ich? Was ist das? Wo? Was? Wie? Na Halleluja, was haben wir denn da? Das sieht ja prächtig aus. Eine Treppe hinauf. Wo führt die denn hin? Türen, lauter Türen. Ach du Schande. Und da steht eine Tür offen. Eine 1 steht über der Tür. Na holla. Was? Wie? Okay. Was sollen wir hier machen? Hier geht's offensichtlich tief runter. Huah! Oh, hoppala. Da sind wir aber tief gefallen. Oh. Und jetzt? Wo geht es nun entlang? Ja, hier sind wir in der Wildnis angelangt. Aber da ist doch was. So wild ist das hier gar nicht. Da brennt Licht hinten. Ist da was los? Da ist doch was los. Schauen wir mal hin. Was da? Was ist da los? Wieso brennt hier Licht? Eine Truhe. Der Wahnsinn. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodum zu einem Winter-Minecraft-Projekt. Ihr seht's, hier ist es ganz schön winterlich. Das ist tatsächlich so ein anderer Server als der Minecraft-Anor-Server. Und ja, wir sind hier in einem vorweihnachtlichen Minecraft-Projekt. Und damit willkommen zu meinem Winter-Minecraft-Projekt Minecraft Chimney. So habe ich es genannt und ja, das wird uns die nächsten Tage, vielleicht Wochen begleiten. Mal sehen, wie viele Parts ich dahin kriege, aber ja, das so die ersten Ansätze hier. Ach, das wollte ich machen, ich wollte mal ein bisschen schlagen, ja. Ich bin noch nicht ganz so Profi in Minecraft, wie ihr seht. Aber ja, ein paar Parts Minecraft Anno Erfahrung habe ich da doch schon. Ja, und da ist nichts drin in der Bonustruhe. Ja, gut vorbereitet. Da sollte jetzt eigentlich was drin sein, aber ja. Also das wird ja. Ursprünglich war das Ganze als Adventskalender geplant. Kann ich euch ja verraten, wo es jetzt kein Adventskalender mehr ist. Und hier wachsen Kuchen. Okay. Dann sind das Melonen. Ach ja, wir sind im Kreativmodus. Das ist natürlich ein bisschen. Ja, das sind natürlich Melonen. Alles sieht ja weihnachtlich aus, alles ist geschmückt. Ja. Und die Melonen sehen wie Kuchen aus. Und es wird auch langsam Tag. Ja.
Anfangs war es ein Adventskalenderprojekt, was ich geplant habe, und ja, jetzt wird es wohl so ein bisschen, ja, ein Parallel-Let's Play zu Minecraft Arno. Oh, ein Schienennetz. Wo das wohl hinführt, finden wir am besten heraus mit einer Lore. Ja, die Monster sind ja auch in der Nähe, Creeper und so weiter. Die können uns nichts anhaben. Wir sind im Kreativitätsmodus, da passiert dann nichts. Steigen wir ein. Ja, dieses Projekt, kann ich direkt mal sagen, wird aus... Ich lege mal direkt die Lore weg. Wird aus teils Roleplay-Projekt sein, also wird ein bisschen Rollenspiel haben, aber auch so ein bisschen, ja, gechilltes Bauen haben und, ja, oh, Ostereier, Färbteier hier im festlichen Modus. Ja, dann schauen wir mal, wo die Lore so hinfährt, wo das uns so hinbringt. Und ja, mal schauen, was die nächsten Parts so alles bringen. Oh, ein Schwein in einer Lore. Das soll es auch mal geben. Es hat Spaß am Rumfahren. Das Schwein. Au! Was sehe ich denn da? Und hoppala! Ja, das Schwein, das stößt mich zurück. Und schups, geht's wieder zurück. Ja, waren wir schon fast da, aber gut, dann wird ja ein bisschen Achterbahn gefahren. Hui! Achterbahn! Achterbahn! So, die Ostereier können wir mal weglegen. Hui! Ja, heute werden wir wahrscheinlich erstmal diese Map ein bisschen erkunden und mit dem Schwein ein bisschen Achterbahn fahren, wie es ausschaut. So, mal ausgestiegen hier. Schauen wir mal hier rein, was wir hier so alles haben. Na, da hat wohl jemand ganz fleißig gebaut in den letzten Monaten. Ja, ordentlich was zu zeigen. Die Hühner sehen auch ganz lustig aus. Alles sieht hier ganz lustig aus. Das ist hier... Ja, ach, unendlich Eier, ja, Kreativmodus. Auch ein Babyhuhn, ein babyfestliches Huhn. Festive Chicken. Ja. Das sieht doch alles prachtvoll aus. Ganz viele Häuser, ganz viele Gebäude hier, in die wir wohl noch reinschnuppern werden. Und dann werden wir uns vielleicht auch irgendwann mal was Neues bauen, was Eigenes bauen. Das sieht doch schon alles ganz wundervoll aus. Ein Dorf, ein kleines Dorf. Und das sind schon die Villager. Hallöchen! Gerber bietet's Markt. Ah, okay. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Den Händler. Da wohnt der Händler drin. Ah, sehr gut. Eine Falltür im Haus, na, wo die hier hinführt. Ich glaube, diese Map, dieser Server bietet noch einige Möglichkeiten. Freibad, Eintritt, einige Möglichkeiten und einige Sachen, einige Geheimnisse, die uns noch überraschen werden, sofern das Projekt mal weitergeführt wird. Zum fliegenden Enderdrachen. Ja, es ist Weihnachtszeit, Freunde der Zimtsterne und Weihnachtsplätzchen. Da kann auch Minecraft ein bisschen festlicher werden. Ja, das Wirtshaus hier oben. Und hier haben wir auch schon Sachen drin. Ja, ein paar Tränke kann man da brauen, wenn man weiß, wie es geht. Ja, und ein Bett zum Schlafen in der Nacht. Und ein Wirt. Ja, wer nichts wird, wird Wirt. Elfenwirt, wie es ausschaut. Das sind hier alles kleine Elfen im Weihnachtsdorf. Da, zu sehen an den Ohren. Hier, Spitzen-Elfenohren.
Na, wundervolles Ski. Eine Kirche im Dorf. Ja, es gehört natürlich mit dazu. Und ein Rathaus. Na, wundervoll. Wo sind wir denn hier gelandet? Zack. Weg mit dem Ei. Eieiei. Schaut euch das mal an. Hier finden wir auch einige Sachen. Ja. Wäre es auch mal gut, da mal im Nicht-Kreativ-Modus, mal im Überlebensmodus hier mal durchzulatschen. Wird bloß jetzt nicht im ersten Part schon sterben. Also habe ich hier mal einfach mit dem Kreativmodus reingegangen. Moin, ich spreche mal kurz in dein Haus ein. So. Oha. Ein Buch namens Hilfe. Ja, da scheint ein bisschen Story hinter zu stecken, oder? Da werden wir uns jetzt noch nicht dran wagen. Ich möchte euch heute nur mal das ganze Projekt mal zeigen. Mal die Landschaft hier erkunden. Und vielleicht suchen wir uns heute schon mal ein Plätzchen, wo wir hier unser eigenes kleines Häuschen erbauen. Ja, wieso nicht? Ja, im Kreativmodus kann man da ein bisschen was bauen. Wie wär's denn mit hier? Bauen wir doch hier mal unser kleines Dörfchen, unser kleines Häuslein auf ein ganz Dorf wollen wir jetzt nicht bauen, aber ja, vielleicht wird's durchaus mal zu ein paar Möglichkeiten kommen, was wir hier noch erbauen werden. Ja. Wir haben Zeit. Wir können uns Zeit lassen, wie wir wollen. Und dann die Möglichkeiten auskosten, die der Kreativmodus so bietet. Vor allem mit den weihnachtlichen Sachen, die es hier so gibt. Es wird hier nicht gehetzt. Es wird hier alles langsam entstehen und alles ganz gechillt und weihnachtlich. In stiller Ruhe. Alles ganz sachte entdeckt werden. Ja, hier haben wir schon ein paar Sachen gesammelt. Schmeiß ich natürlich gleich weg. Und dann würde man sagen, machen wir hier gleich mal die Grundmauern meines kleinen. Vielleicht wird es nicht gar, wird's gar nicht mal so klein. Vielleicht wird es vielleicht auch ein bisschen größer. Meines Hauses. Ich ebne hier schon ein bisschen ein, damit da was passieren kann. Ja, ich mag es vor allem, wie das hier alles so weihnachtlich glänzt. Das finde ich spitze. Kann man bei der Switch einstellen. Die verschiedenen Modi. Da gibt es unter anderem den mittelalterlichen Modi, den wir für Minecraft Arno verwenden. Gibt es auch noch ganz andere Sachen. Ich glaube gesehen zu haben, Halo oder sowas gibt es da auch noch irgendwie als Texturenpack. Texturenpack heißt das, glaube ich. Dann kann man halt so verschiedene Welten so erstellen und das Weihnachtliche jetzt hier, das Festliche. Das ist jetzt hier unser Zeug für dieses Let's Play, dieses Neben-Let's Play. Ich würde mal sagen, da haben wir einiges vor. Das sieht ja auch alles ganz lustig aus. Sieht alles weihnachtlich und hübsch aus. Ja. Dann hole ich mir mal ein Holz. Ja, das sieht auch alles aus wie hier. Der Sandstein sieht aus wie Plätzchenteig. Alles nicht schlecht. Ich freue mich schon so wahnsinnig auf dieses Projekt und ja, kann es kaum erwarten, das mit euch anzufangen. Ja. Ich nutze vielleicht auch mal hier den Strand ein wenig aus und mache das Ganze auch ein bisschen, ja, unförmiger. Es kann ja hier ein bisschen, ja, muss ja nicht alles kantig und eckig sein. Dann machen wir vielleicht so ein bisschen ein nischenvolles Haus.
Ja, schauen wir mal, was da noch so als Wundervolles entsteht. Was wir vielleicht auch noch mit nach Minecraft Arno nehmen können. Zumindest vom Wissen her. Was wir so alles hier lernen. Was wir hier erstellen und bauen. Ich glaube, der Kreativitätsmodus, der Kreativmodus, der bringt es auch gerade, wenn hier so ein bisschen Sachen gebaut werden, dass wir da ein paar Sachen ausnutzen. Und wenn es mal so ein bisschen abenteuerlich werden soll, dann können wir auch mal den Überlebensmodus anstrengen. Aber ja, dann machen wir erstmal heute eine kleine Unterkunft. Ja, es wird auch schon wieder dunkel, deshalb ist es auch nicht schlecht, wenn wir dann was haben, was wir uns erbaut haben. Schief und schräg das Haus hier noch mit der Zeit wird. Das ist jetzt gar nicht so klein, das Haus, was ich jetzt hier schon gemacht habe. Aber ja. So, zack, zack. Ja, darunter muss man eigentlich nichts bauen. Sieht man eh nicht. So, hier mal den Holzboden verlegen. Natürlich verlegt man den Boden als erstes, bevor man das Dach zuzieht. Ja, so kann man es auch machen. Und ein Bett bräuchten wir mal schnell. Auch wenn es im Dunkeln recht schön ist, aber ja, noch so ohne Licht und so weiter. Die Betten sind hier. Da nehme ich doch mal ein rotes Bett. Die ganzen Freiheiten, die wir auch im Kreativmodus hier haben, können wir mal hier wirklich alle ausnutzen. Eine Weihnachtsstimmung schaffen. Ja. War das nicht eine Überraschung? Ich habe es ja vorher gar nicht angekündigt. Also, ich habe auch niemals drüber geredet. Also, ich habe hier wirklich monatelang gebaut, auch hier an den Sachen, die wir hier alle noch sehen werden. Also, habe da schon, ich glaube, Anfang August mit angefangen, und da weihnachtliche Sachen zu bauen und mir eine Story auszudenken. Und ja, wie gesagt, es wird ein Adventskalender werden. Ein pompöser Minecraft-Adventskalender. Ist letztendlich aus Zeitgründen dann nicht geworden. Und aus organisatorischen Gründen. Aber ja, wir machen das Beste draus. Und ich glaube, das wird noch mega spannend. Und auch, dass ich es niemandem verraten habe. Wirklich niemandem. Also, selbst meine Moderatorin auf Discord und auch, also selbst mit Mordev, mit dem ich mich wirklich immer über Minecraft unterhalte, also da weiß ich auch schon bei Minecraft Arno teilweise, was im übernächsten Parts dran kommt, also der hat da schon Vorwissen, der hat Insiderwissen. Ich glaube, dem habe ich mal gesagt, ich plane da was, also da wird vielleicht demnächst mal irgendwas kommen, was spannend wird, aber nicht mal meine Minecraft-Expertin Mordev. Hab ich was gesagt? Der macht jetzt mit mir und zwei anderen einen Lese-Adventskalender. Falls ihr davon noch nichts mitbekommen habt, der müsste jetzt laufen. Also, ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde. Wahrscheinlich am 1. Dezember. Deshalb die Öffnungssequenz jetzt hier mit dem Türchen. Nicht, dass ich durchgefallen bin. Ja, eine Tür einbauen, das wäre auch nicht schlecht. Das könnte man auch mal machen. Ja. Wir brauchen Türen. Irgendwie werden wir da schon reinkommen. Ja, es hat doch hier schon ein paar Nischen. So, hopp. Ich wollte gerade sagen, im Kreativmodus kann man ja auch schweben. Das ist auch das Schöne daran.
Ich rede hier noch ein bisschen. Ja. Ein bisschen durch den Wind bin ich auch noch. Ich bin selbst ziemlich gespannt, was hier passiert, was ich daraus mache. Kann ja nur spitze werden. Ja. Und der Adventskalender, der gerade läuft, der Vorleser-Adventskalender mit Zwergi, Mordi, Ninilein und Takeru, den solltet ihr euch auch unbedingt mal reinziehen. Kleine Werbung an dieser Stelle. Ich glaube, ja, der wird auch ganz spitze. Ja, was soll ich da noch sagen? Dieses Weihnachten wird mega. Ich übertreffe alles, was ich bisher auf YouTube gemacht habe. So ist es mein Plan. Nicht Jahr für Jahr einfach nur überbieten und ja. Da kommt noch eine Stufe rein. Und einfach immer was Besseres machen. Minecraft Anno, das war schon dieses Jahr der Wahnsinn, der blanke Wahnsinn. Ja. Wir können auch in diesem Projekt mal ein bisschen Jahresrückblick schon nehmen. Und mal gucken, ja, was war denn dieses Jahr so? Könnt ihr in den Kommentaren auch gerne mitmachen. Ich sag's mal so, ich bin dann immer der, der an Silvester 2017, 16, 18 dann, dieses Jahr auch wieder, das kann ich euch schon vorhersagen, der dann immer da sitzt und mit seinem Vorsatz, sich zu verbessern, am Silvesterabend sich denkt, ja, guter Vorsatz, aber wie soll ich das zum Geier machen? Ja, ich sitze dann wirklich immer am Silvesterabend fast heulend da und denke mir, Alter, das letzte Jahr war so krass. Wie soll das noch besser werden? Und am Ende schaffe ich es dann doch immer wieder. Und ich weiß, Eigenlob stinkt, aber da muss ich wirklich sagen, ich wundere mich ja selbst drüber. 2017 war besser als 2016, eindeutig, weil auch 2016 so mein Anfangsjahr war. Und ich würde mal sagen, also ich weiß nicht, was ihr meint, aber könnt ihr mir gerne zurückmelden. Aber, dieses Jahr bestand ja nicht nur aus Minecraft Anno. Nicht von schlechten Eltern, oder? Würde ich schon so sagen. Kann man schon anbieten. Ich bin stolz. Ein stolzer Vater von einem großartigen YouTube-Kanal. Einer großartigen Community. Ja. Ich sehe schon, das fängt an langsam an Form anzunehmen. Ja. Es fängt jetzt schon an, obwohl noch nicht mal ein Dach drauf ist. Ja, so muss das sein. Hier mal ein paar Fackeln rein, damit man hier auch schlafen kann. Ja. Das ist mein Motto. Sich immer weiter verbessern und ja, gemäß dem Motto, bleib nicht wie du bist, sondern verbessere dich immer weiter und wird Tag für Tag ein besserer Mensch, ein Stückchen mehr
ein Stückchen besser. So, dann bauen wir hier noch eine zweite Etage hin, bauen wir hier mal ein bisschen was hoch. Warum denn nicht? So. Ich sehe es ja schon werden. Das kann ja spitz werden. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf das Projekt und seid mit dabei. Das wäre eine geile Sache. Minecraft Chimney mit euch gemeinsam. So. Zeit vergeht so schnell. Ich habe auch die Uhr aus den Augen verloren. Da muss ich direkt mal sagen. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie weit der Part schon ist, ob wir da jetzt schon Schluss machen müssen. Oder ob das noch hier ein bisschen dauern darf. Hausbau wird auf jeden Fall noch fortgesetzt. Da wird hier noch ausgebaut und weitergebaut. Das wird jetzt hier nicht in diesem Part enden. Ja. Ich lasse mir Zeit und mache an Ruhe. Und ihr bleibt auch ganz entspannt, bleibt ganz gechillt und genießt mir das kleine Winterdörfchen und Weihnachtsprojekt. So der Plan. Nur. Hübsch. Ja, bauen muss man noch können. Dann kommt hier schon mal die erste Etage drauf. Das kann man, glaube ich, hier schon mal das Bett zu bauen. Zack. 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 Im Multiplayer wäre das natürlich noch viel besser. Mit dem 4-5. Squad da noch mit dazu. Das wäre schon mega, aber ja, das geht jetzt glaube ich nicht so. Also erstmal nicht. Ich werde mal gucken, was ich hinkriege. Ob ich da noch einen der Leute mit dazu kriege. Schauen wir mal. Aber allgemein bin ich ja eher Singleplayer. Das wisst ihr glaube ich auch. Gerade zur Weihnachtszeit sollte man es vielleicht mal versuchen, ein bisschen together zu machen. Vielleicht kommen sie auch an einem Part mit dazu. Da kriegen wir den einen oder anderen noch mit rein. Ja, bei der Ninglein habe ich gesehen, die spielt sogar Minecraft, die hat auch ein Minecraft Let's Play. Also, ja. So falsch ist das gar nicht. Das kriegen wir hin. Ob das mit dem Nintendo Online Modus klappt, das ist ja, das kann man ja glaube ich kostenlos testen für ein paar Tage. Ja, mehr wird nicht nötig sein für die 2-3 Parts, die wir gemeinsam aufnehmen. Ja, mal schauen, wie sich das da einrichten lässt. Ich verspreche noch nichts. Ich spreche auch nicht, dass das hier sonderbar großartig wird, aber ja, ich bin optimistisch, was das angeht. Verspreche, dass ihr sehr viel Spaß dabei haben werdet. Dass wir gemeinsam viel Spaß dabei haben werden. Und ja, eine schöne Adventszeit. Ja,
verbringen werden. Es werden bestimmt auch noch andere Projekte kommen. Vielleicht backe ich mal wieder was. Vielleicht versuche ich mich wieder. Hat ja bisher also eine 50%, 50-50, 50% Chance, dass es gelingt. Also 2016 habe ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal gebacken, sogar im Rahmen des Adventskalenders. Dieses Jahr nicht im Rahmen des Adventskalenders. Oh, schon eine kleine Hütte hier. Klein, in Anführungszeichen. Ein Schlafraum mal direkt. Na, da bin ich mal gespannt, was hier so alles gebaut werden wird. Und was vielleicht die anderen, wenn sie mal hier im Multiplayer dazukommen, sich noch so bauen werden. Ja. So weit, so klar. Und dazu so viel, wie ich immer sage. Das sieht doch fürs Erste nicht schlecht aus. Ja, ja. Da kommt noch was auf euch zu, ich sag's euch. Das wird der blanke Wahnsinn. Ich bin baff. Sozusagen. Mir fehlen die Worte. Ja, diese Landschaft. Wundervoll, das endlich mal im Let's Play Part zu haben. Wird hier alles ganz gechillt. Ich habe das bestimmt schon 5-mal gesagt, aber ich kann es nur wiederholen. Ich habe einfach mal Bock drauf, mal eine ganz entspannte Reise hier zu machen. Einfach mal nicht wie Minecraft Anno da unbedingt jeden Part mit irgendwas füllen zu müssen. Ja, es wird auch einfach mal Parts geben, wo wir mal bauen oder sowas, wo wir mal ein bisschen durch die Landschaften streichen und so ein bisschen, ja, streifen heißt das, die Landschaft streifen und mal ein bisschen Blödsinn machen, mal ein bisschen über Themen reden, mal so ein bisschen, ja, vielleicht mal über Gott und die Welt reden, was da jetzt so gerade so anliegt, und könnt ihr ja in die Kommentare auch mal Wünsche schreiben, worüber wir reden wollen, über Weihnachten und über, ja, über das vergangene Jahr und über dies und das und jenes. Ist hier alles gut, ist ja alles toll, kann ja alles gemacht werden, und ja, könnt ihr mir gerne auch zurückmelden in den Kommentaren. Story bietet diese Map, diese Sache auf jeden Fall. Also ich habe Stuff, also ich habe Story für einen ganzen Adventskalender hier drin, also für 24 Parts habe ich ja storymäßig was reingelegt, also habe ich mich auch nicht reingelegt, also reingeschmissen das in die Planung. Also werden wir bestimmt nicht alles machen, aber wenn ihr so ein bisschen Action und so ein bisschen storyhaltiges Roleplay-mäßiges haben wollt, ist auch machbar hier. Also dieser Server, diese Map bietet so unheimlich viel. Deshalb liebe ich es ja schon jetzt, die Geschichte hier. Also unbedingt mal in die Kommentare schreiben, was ihr so haben wollt, also was ihr so sehen wollt, wenn er meinetwegen nach 2 Parts meint, ja, jetzt ist genug gebaut, jetzt ist genug getrödelt und genug rumgeredet, mach mal ein bisschen Roleplay, mach mal ein bisschen Action, mach mal ein bisschen, lass es mal zur Sache kommen. Das soll so ein kleines Geschenk für euch sein. So ein bisschen, ja, bisschen was Tolles zu Weihnachten. Und ja, lassen wir uns drauf ein und gucken wir mal, was wir da rausbekommen. Und ich würde direkt mal sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle. War ein guter erster Part. Die Zeit wird irgendwie hinhauen, also du wirst schon irgendwie was draus geworden sein. Wir bauen nach dem nächsten Part weiter hier in der Hütte und
Schau mal, was wir daraus machen. Würde ich vorschlagen, dass wir eine Hütte weiterbauen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Lasst euch da mal aus. Dafür ist es da. Ich weiß, es wird nicht viel bei mir in die Kommentare geschrieben, aber ja, das ist hier so ein Blanko-Projekt. Da kann hier alles, also das ist so ein, nein, Blanko ist es nicht, aber Minecraft gerade, also gerade Minecraft bietet sich dafür an und da lässt sich vieles machen. Und gerade hier mit den Möglichkeiten, die ich seit Monaten geschaffen habe, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, was sich hier alles machen lässt. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich höre auf mit den Parts. Das sollte heute mein kleiner Einstieg sein. Hör auf zu labern, Zwergi. Und sag tschüss. Habt einen angenehmen fürstlichen Tag. Wahrscheinlich den 1. Dezembertag. Wenn das hier am 1. Dezember hochkommt. Hochkommt ist schon mal ein guter Satz. Und ein gutes Wort. Dann ist morgen der 1. Advent. Am Sonntag. 2. Dezember. Auch was Hübsches. Habt noch einen angenehmen Tag, habe ich gesagt. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja nicht den nächsten Part verpassen wollt und ihr das hier nicht verpassen wollt und andere Projekte, die so in der Weihnachtszeit noch kommen könnten, nicht verpassen wollt. Glöckchen aktivieren wie immer, dann bimmelt es auch am Heiligabend, wenn die Geschenke und die Bescherung sind. Ihr wisst Bescheid. Man sieht sich in einem anderen Video oder im nächsten Part von diesem Projekt womöglich wieder. Ich hab Bock drauf. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.